Hallo liebe Boxershort-Fraktion, herzlich willkommen zu Maximo vs. Army of Sin. Im Nachfolger zum hammerharten Jump'n'Run Maximo Ghosts to Glory tretet ihr nicht gegen Geister und Goblins an, sondern müsst einer fiesen Armee von Maschinenwesen die Schrauben aus dem Chassis prügeln, Unschuldige retten und so manch haarige Jump'n'Run-Sequenz überstehen. Wer den Vorgänger kennt, wird sich auch in Army of Sin schnell zurechtfinden. Die tadellose Steuerung wurde 1:1 übernommen. Mit Dreieck und Quadrat lasst ihr krachende Kombos vom Stapel, X hilft euch dabei, Abgründe mit einem eleganten Doppelsprung zu überwinden und mit Kreis pfeffert ihr den Blecheimern euren Schild an die Rübe. Mühevolles Anvisieren könnt ihr euch bei Maximo übrigens sparen. Einfach grob in die Richtung des Feindes steuern, den Schlagknopf drücken und schon rappelt's in der Blechkiste. Obwohl Maximo vs. Army of Sin eigentlich mehr ein Update als eine echte Fortsetzung ist, haben sich im Vergleich zum Vorgänger zwei Dinge grundlegend geändert. Erstens könnt ihr euch im Notfall für ein paar Sekunden die zerschlissene Kutte von Gevatter Tod überziehen und eure Gegner gnadenlos vom Bildschirm sensen. Und zweitens könnt ihr Extrafähigkeiten wie magische Schilde oder Superschläge nicht mehr einfach einsammeln, sondern müsst sie bei einem der unzähligen fahrenden Händler kaufen. Im krassen Gegensatz zum aktuellen Trend, Jump'n'Runs zu wahren Minispielorgien auszubauen, bietet Maximo sehr geradliniges Gameplay. Ihr prügelt euch durch endlose Gegnerhorden, löst Rätsel im Stile eines "Wenn ich mein Schild gegen den Tropfstein werfe, fällt er herunter und ich kann ihn dann als Plattform benutzen" und wundert euch irgendwie darüber, warum die Grafik im weiteren Spielverlauf immer eintöniger wird. Eine nette Abwechslung vom Schnetzel allerlei bieten die hübsch gemachten Endgegner, die euch allerdings auch nicht vor eine wirkliche Herausforderung stellen. Abschließend bleibt mir zu sagen, dass ich von Army of Sin etwas enttäuscht bin. Das Spiel wirkt insgesamt etwas uninspiriert und erreicht in keinster Weise den augenzwinkernden Charme des Vorgängers. An sich gute Designideen wie der spielbare Tod wurden sinnlos verheizt, in technischer Hinsicht wirkt Maximo im Vergleich zu Jack 2 oder Sly Raccoon etwas veraltet. Fans von Maximo oder straightem Oldschool-Gameplay sollten einen Blick riskieren, alle anderen bedienen sich bei der deutlich gehaltvolleren Konkurrenz.